Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit Pokémon Purpur. Wir haben im letzten Part einen Pikachu gefangen von einem Terra Raid. Nee. Wohin geht's hier lang? Haben wir schon. Die haben wir auch schon. Superball. Und das ist geil. Und dich haben wir nicht. Das haben wir nicht vergessen. Wir können ihn auch von hätten. Und deswegen lieber ein schwaches Pokémon. Warum habe ich jetzt eigentlich wieder so viele Pokémon-Bälle? Ich dachte, ihr habt nur 20 gehabt. Zirpurzer. Käfer-Pokémon. Wenn seine zwei Antennen aneinander blühen, erinnert sich dies an den Klang eines Xylophons. Hier sind wieder Olivenbäume. Den haben wir auch schon. Victor. Eichhörnchen. Ich bin schon stolz, 60 Jahre alt. Ein Opi auf dem Weg, die Arena zu stürmen. Der Akademie-Schüler. Oh, jetzt bin ich ein OP, der verloren hat, ohne auch eine Arena zu erreichen. Ah, sorry. Was sind das denn hier? Wildes Terra-Pok fangen. Terra-Kristallung-Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du sie als ihre KP verringern, sodass sie ihre Kristallisierung auflösen. Alter. Level 17?
Alter, der war hart. Zauberblatt. So, was hat diese? Genauigkeit 140. Ja, warte mal, warte mal. Ich kann ja theoretisch. Einen Supertrank nehmen. Ah, werter Gast, dürfte ich Ihnen wohl einen Season-Kampf anbieten? Quatsch, Pixie, okay. Schließen für heute. Allein kämpfen. Update hatten wir runtergeladen. Ja. Dredge. Ist auch ein geiles Spiel. Ist auch ein geiles Spiel. Also, Terra-Race haben eine festgelegte Zeitlimit, in dem das Terra-Kristall besiegt werden muss. Einige Pokémon werden dabei kampfunfähig werden. Und wenn eine neue Zeit wieder fit ist, allerdings verkürzt sich durch die Zeit für den Raid. Also gut aufpassen. Während Terror Raids steht dir die besondere Aktion Anführern zur Verfügung. Damit kannst du unter anderem Mitschreiter heilen oder ihre Schadensprojekte erhöhen. Die Position ist dreimal in ein Terror Raid einbaubar, okay? So. Bam, bam, bam. Sehr
Okay, sind wir wieder hier. Und? Wir haben es gewonnen. Aber so können wir wenigstens unser Pokémon-Text aufsammeln. So, Matadito. Magnet-Pokémon. Es bewegt sich schwebend. Seine Magneten an der Seite senden unter anderem elektrische magnetische Wellen aus. Was bist du denn? Achso, du bist wieder so ein Gespenstding. Dich haben wir ja schon. Oh. Dich haben wir nicht. Ich glaube, die Glut ist besser. Nee. Na, gucken wir es schaffen. Kann man raus? Na, komm raus. Jetzt können wir das halt verstärken, das Feuer. Wir versuchen jetzt unser Bestes.
Okay, es verwirrt. Okay, okay, okay. Rucksackshieb? Das ist die Frage, welche Attacke? Rucksackshieb hat 40 Stärke. Hornweisel, Bienenstock-Pokémon. In der Höhlenbäume sind Rumpf zieht hier große Larven mit. Ja, zieht hier Larven groß. Mit Hilfe der Pheromone, die es absolut kontrolliert, die Babylen. Dann haben wir es. Eine Gattung fertig. Was ist denn das mit dem Pokémon? Achso, das ist ein Trainer. Das ist ein Trainer. Oh. Oh. Ja, wir sollen umdrehen. Weil. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinbekommen. Ich werde dafür sorgen, dass meine Pokémon so viel das andere sammeln. Ja. Wir auch. Wir auch. Was ist das dahinter? Wenn ich meinen Pokémon schon wieder entwickelt hätte, hätte ich den Kampf gewonnen. Gab's das nicht als Pilzstreuer? Entwicklung? Sogar zwei Entwicklungen. Glückwunsch. Helios Paar. Die Geschmeidigkeit seines Felles ändert sich je nach Laune des Pokémons. Macht es sich für den Kampf bereit, ist sein Fell so spriss wie Nadeln.
Glückwunsch. Ue. Ne, Föhn. Enter. Dieses Plastikum beobachtet Menschen sowie Pokémon aus diversen Regionen und baut ihre Bewegung in seine geheimen Tänzen ein. Den haben wir auch noch nicht. Und hier ist wieder so ein Zeitschreier. Das war Feuerkampf, glaube ich, war das. Greifen. Dankeschön. Makuhita, Kampf-Pokémon. Indem es immer wieder größere Bäume rammt, erhält es einen Tänenkörper und einen starken Willen. Ich muss, ey, nun Scheiß. Das ist unser. Wie kann Percolino das schwächste Pokémon eigentlich sein? Pergolino ist wirklich. Ich würde jetzt nicht sagen Schmutz. Aber es ist nicht gerade der Beste. Sally. Steinsalz-Pokémon. Mit jedem Schritt schrabt sein Körper am Boden und hinterlässt dabei Salz. Sein Körper stellt jedoch kontrolliert neue Salz her. Ja, darum werden die auch als Salzschrei benutzt. Nein.
So, jetzt sind wir hier immer rumgefahren. Hä? Oh nee. Ich bin über den Vogel überfahren. Fit machen. Nein, dann ist mir noch was etwas aufgefallen. Tipps für bessere Fotos. Tipps. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir noch hin? Na, da hinten waren wir schon. Darf ich deine trainierten Pokémon fangen? Nein. Darfst du nicht? Die Pokémon einen anderen Thema nicht fangen. Habe ich dir aber auch gesagt. Habe ich dir gesagt. Haben wir schon. Das ist hier die Wiese. Salzstreuer. Oh, was ist denn hier denn? Ja, dann können wir theoretisch. Haben wir schon? Ja, was ist 0,5 m groß und 20,5 Kilo schwer? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist gut. Ja,
Und, weißt du jetzt die Antwort meines Quizzes? Ja klar, dein Pokémon. Dein Pokémon. Wow, wow, wow. Da hinten ist auch wieder ein Pokéball. Ein Hyperball sogar. Wir hier runterspringen. Nein, nein. Ah, ah. Mal wieder hier hochfahren. Ui, hä? Ich bin mal gespannt, was welches. Ne, das Lama. Also Schaf. Haben wir schon? Tomato. Tomato. Was wirst du denn für einer? Und da hinten haben wir auch noch einen. Da hinten haben wir auch noch einen. Wollen wir die jetzt einfach noch fangen? So, Pogita. Miet-Pokémon, Vieh und Stahl. Es stellt sein Hammer her, indem er Eisenspänen zusammenstampft. Diese Vorgang wiederholt er so oft, bis es mit den Ergebnissen zufrieden ist. Rapunzel wurde gefangen. Bronze-Pokémon, Stahl und Psycho. Man findet sie in alten Grabstätten. Es heißt, die Muster auf ihren Rücken bergen mystische Kräfte. Haben wir schon. Was ist denn das denn?
Da, 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 da. Den kenne ich nicht. Ich dachte, wäre so Apfel oder so. Apfel ist auch so ein cooles Pokémon. Was halt tot? Das ist wirklich halt tot. Also so schnell hätte ich das auch nicht erwartet. Aber wir müssen es fangen. Wir müssen es fangen. Wir haben es noch nicht. Nein, 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 ihr wollt einen normalen Ball. Ein Superball. Die sind arschteuer. Also wir können es ja noch nicht kaufen. Also. Ja, war ja klar. Wann soll ich? War ja klar. Bliss, ne, Blip. Stromqualm Pokémon. Durch den in seinen Körper gespeicherten Strom kann es schweben. Bei Gewitter schwebt es höher als dem Boden als üblicher. Ja. Wegen den elektrischen Aufladungen. Was ist denn das denn da hinten? Das war wieder so ein Terra-Pokémon, oder? Es ist weg. Haben wir schon. Hier waren wir auch schon, da waren wir auch schon. Das heißt also, wir können zu diesem Pokémon Center gehen. Morgen können wir dieses Gebiet machen, plus die Arena. Oh, oh. Aber hier war es, oder? War die schon besiegt? Nein. Bin auf eine Olive getreten. Aber den haben wir schon besiegt. War das nicht der 50-jährige Eisner? So. Meine Tochter sagt immer, was hat das denn bloß auf sich? Harte Münze. Schon? Pummeluff. Ich fange mich. Oh, Nina. Ja, hier spuckt ein Superball. Du hast einen Superball gekostet. Nein! Nein!
Was? Kann ich mitleben, kann ich mitleben, kann ich mitleben, kann ich mitleben. Ballon-Pokémon, normal und viel. Wenn es tief einatmet und sich aufbläht, kann es noch ein längeres Lied singen, das seinen Zuhörer unfeierlich im Schlaf versetzt. Ich bin extrem gut, weil ich mir Kuchen in der Kulturei von Mirkus gekauft habe. Lass uns mit einem Kampf feiern. Okay. Okay, okay. Er liebt seine Arbeit. Er liebt seine Arbeit. Handeln, das ist gut. Aquakwelle, ja. Stärke. Dann was hat dieser? Oh, ich habe verloren, aber ich bin immer noch bester Laune. Es gibt gleich Kuchen. Na, Lust auf ein Kämpfchen? Na, hallo, ich bin von der Pokémon-Liga hier. Ist das Spaß an den Kämpfen? Du hast in der Zone 2 gegen 8 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du ja wohl einen Vertaschenpreis. Hero Ass. Die Anschalten dieser Generatoren auch in anderen Gebieten kommt gerne vorbei. Also aufladen. Dann noch zum Händler. Okay. Warum das? Das ist ein Fehler aufgekommen. Edno Joker, das hatte ich noch nie wirklich gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht, ich hoffe, dass er. Ja, Frau Pumlo hat er gesichert. Der Kampf ist mir egal. Aber Pumluff. Wenn er vor Pumluff gesperrt hätte, wäre es cooler. Weil das hat uns echt einen Superball gekostet. Das ist einfach gefressen. Okay, haben wir schon. Ja, Pummelhof hat er, ja. Pummelhof. So, dann gehen wir kurz heilen. Bam, bam, bam. Ich weiß noch nicht, wo ist das? Was ist denn? Ja, nee. Hast du Superbälle, Mäuschen? Was kaufen wir? Nee. Oh, Pokerbälle. Wir nehmen 7 Stück mit. So, dann war's das hier. Also, ich bedanke mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Schon.
Das ist doch die Vorstufe von Pummeluff, oder nicht? Achso, ja, den haben wir schon. Sorry. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support Scammer auf Däumchen hoch und runter lassen. Und wir sehen uns morgen in alter Frische, wenn es wieder heißt Pokémon. Pur. Tja, also bis morgen. Tschüss.